In anderen Ländern isst man zu Weihnachten Pudding oder man fährt Rollschuh. Und bei uns in Österreich, was macht man da? Man verkleidet sich so und dann erschreckt man Kinder. Erschreck mich mal, komm. Ja! Sonderbare Gestalten mit kreativen Verkleidungen. Wir sind mal wieder auf einer Corona-Demo. Oh Moment, das ist ja der Krampuslauf Fischerment. Ob es hier wohl auch so gruselig ist? Und haben Sie Angst? Nein. Nicht? Nein. Ich habe Urangst. Nein. Warum seid ihr heute da? Also wir wollten uns die Krampusse anschauen. Und, hast du sie gesehen? Aha. Wie war's? Cool. Hast du keine Angst gehabt? Naja, eigentlich nicht. Und du? Ich hatte auch keine Angst und ich bin auch da, weil ich finde, es gab urcoole Krampusse. Seid ihr wegen am Krampus da oder zum Saufen? Wegen am Krampus. Oha, arg, dürft ihr noch nicht saufen? Doch. Beides? Für Krampus. Es ist nur zum Aufwärmen. Ha, beides. Ja? Beides, man muss es richtig machen, ganz einfach. Man fängt mit dem einen an, mit dem anderen hört man auf. Mit was hast du angefangen? Ja, mit Saufen. Wir machen jetzt auch bald in Zukunft Veranstaltungen. Was für Veranstaltungen? Ja, eben soziale Veranstaltungen. Also wir wollen. Also saufen? Nein. Ach so, okay, was denn? Na, zum Beispiel eben wollen wir einen Bundstand machen. Was macht dir Spaß da? Ja, kaut zu werden von den Pärchen. Die Atmosphäre ist einfach leibend. Ja? Bist du auch gern kaut von den Pärchen? Nein, eigentlich nicht. Ich eigentlich schon. Haben die sonst noch einen Zweck, außer meine Kings zu erfüllen? Danke. Weißt du, was der Krampus macht? Eigentlich? Ja. Was denn? Der ist dumm. Leute erschrecken. Er vertreibt die Wintergeister, oder? Die bösen Kinder am Popo mit der Rute schlagen. Ah, so ein bisschen die wilderen Hund, sagen wir es so. Ja. Da hat die Ruten eingesetzt, wie alt, wie damals jetzt. So passt es. Das Neuartige, das ist nichts. Mit dem Pferdeschwarf. Die Birkenruhen, das ist das Wahre. Darf ich dich einmal streicheln? Ja, sicher. Boah. Kannst du auch kuscheln. Ah. Meist ja lieb. Wie viel hebst du, weil du so stark ausschaust? So. 100. Wart ihr brav? Niemals. Sehr gut. Du? Nein. Sehr gut. Die waren alle nicht brav, wir sind eine BMW-Fahrergruppe. Wart ihr brav? Natürlich nicht. Sehr gut. Du? Ich bin selber gelaufen. Das Mikrofon. Ah ja, wir kennen uns schon. Das Mikrofon. Was ist das? Das kenne ich nicht. Warte, kann man das nicht so an die Wand geben? Ja. Kannst du. Ich probier's einmal, okay? Schmack es. Ja. Ist nicht gegangen. Du musst draufspucken. Draufspucken. Mach mal bitte, spuck drauf. Großen Dank für die Arbeit heute. Ich schenke Ihnen einen Nicolo. Oh, sehr gut. Dankeschön. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ein Schminktisch, glaube ich. Geil, ich hoffe, du kriegst sie. Ich hoffe auch. Lieber Weihnachtsmann, bitte schenke einen Schminktisch. Switch. Eine Switch? Ich habe schon eine Switch. Vielleicht kriegst du ja auch eine. Ich habe sogar schon zwei. Eine neue Märchenmaske. Ach so, das ist gar nicht dein echtes Gesicht. Oha. Jetzt beginnt endlich die Krampus-Show. Sind die Leute hier so hyped darauf wie ich? Finden wir es raus, oh yeah. Oh, ein krasses Outfit, Mann, krasses Outfit. Wie viel hast du bezahlt? Hallo. Wir bewerten heute Krampus-Outfits. Von 1 bis 10, wie viele Punkte gibt's hier? 12. Das geht ja gar nicht. Ja, oh ja, definitiv 12. Okay, sind das deine Freunde oder was? Nein. 10. 10 Punkte, ja! Yeah. Wie viele Punkte gibst du dir selbst? Von 1 10. bis 10? 10? 10. Ja, geben wir ihm 10 Punkte. Ja. 10 Punkte, ja! Yeah. Wie fandest du es? War schon lauernd. Ja, 1 bis 10. Oh, hallo, was macht der denn da? Ja, Show 8, aber Stimmung ist nicht so gut hier. Ja, mach's doch mal ein bisschen Stimmung für den Krampus, oder? Ja! 10 von 10. Ja, weil du dabei warst, oder? Ja. Ja, wie viel sagst du? 10 von 10. Ja? Warum? Was war so geil heute? Weil er dabei war. Wen hast du verprügelt? Hast du schon so eine Peitsche? Ja. Du hast deine Freunde verprügelt? Ja. War's geil? Ja. Nice. Cool. Liebe Grüße an deine Freunde. Tschüss. Das war gut. Das war gut. Ich freue mich, wenn die so richtig hingehen und peitschen. Ja. Die müssen was machen auch. Fischerman, der geilste Club der Welt. Ja.
Wir sind die Hamburger! In Hamburg geht's immer ab. Da werden wir gepatcht, da werden wir verfolgt. Alles Mögliche passiert in Hamburg. Wie viele Punkte gibst du hier? Wie viele Punkte gibst du Hamburg? Fischermann gebe ich eine 8 von 10. Hamburg ist eine 10 von 10. Ja, Jubel für Hamburg, immer! Hamburg! 1 bis 10, wie viel haben die und wie viel haben die Fischermann da? Also Fischermann da 10 von 10. 10 von 10 für Fischermann! Jawohl! Sag mal eine 6. 6 Punkte, Loser. Geht's heim? 7,5. Warum so schlecht? Ich find's nicht schlecht. 7,5 ist schlecht. Echt? Ja, schon. Okay. So 8. Warum so schlecht? Die langweilig waren. Was müssen die besser machen? Herrennen. Ja, sie sind feig gewesen, oder? Ja. Ja, ich hoffe, die nächsten werden besser, sonst gehe ich heim. Ja. Was? Ciao. Die haben mich geschlagen. Dann. Was? Ja, deswegen. Ja, bei mir auch am Fuß. 10. Ist langweilig. Ja, passt ja alles. Ist das die beste Campus-Show in deinem? Hallo! War schon. Von 1 bis 10, wie gut ist die Show heute? Kannst du nicht zählen, oder was? Ist dumm, dumm, dumm. Diese Krampusse haben mich gefangen. Sie bringen mich in ihren Peitschkeller und wollen aus meinem Gesicht eine neue Maske schnitzen. Das war wohl unsere letzte Reportage.